Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fahrenheit mit mir, dem Saudinex. Ja, und wir haben... Aua, Kopf. Vielleicht sollten wir mal Fenster zumachen. So, wir haben Kopfschmerzen, sollen dafür was nehmen und wir sollen es anziehen. Ja, vorher sollten wir aber duschen. So, schauen wir mal. Ja, was ist das hier? Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Okay. Wer ist Markus? So, erstmal ein bisschen Facebook, Twitter, erstmal alles ein bisschen abchecken, auf YouTube gucken, was da so geht. So. Ja, natürlich Web, aber uns ins Internet einzuwählen kostet natürlich viel Geld. Den gucken wir erstmal bei den Mails. Posteingang. Kann ich da was machen? Posteingang haben wir nichts. Schauen wir mal ins Web. Computerspiele fordern neue Opfer. Die Untersuchung des Massakers an der Chicago High School hat in den letzten Tagen erheblich Fortschritte gemacht. Im Hause der jugendlichen Täter wurde eine Vielzahl gewalttätiger Computerspiele gefunden und die Ermittler sind davon überzeugt, dass es diesbezüglich einen Zusammenhang mit den Morden gibt. Diese Spiele sind äußerst brutal. Leicht zu beeinflussende Jugendliche versuchen, das im Spiel Erlebte im echten Leben nachzustellen, sagte einer der ermittelnden Polizisten. Mehrere Verbände haben bereits angekündigt, ein Gesetz zu fordern, das es verbietet, Computerspiele an Jugendliche unter 18 Jahren zu verkaufen. Der Waffenhändler, der den Jugendlichen die Schusswaffe verkauft hat, wurde inzwischen von jeder Verantwortung freigesprochen. Das Problem ist nicht die Verfügbarkeit von Schusswaffen, erklärte ein Sprecher der Nationalen Waffenbesitzervereinigung. Jeder amerikanische Bürger hat das Recht, Schusswaffen zu kaufen und zu besitzen. Das wahre Problem sind diese Computerspiele. Sie sind eine ernste Bedrohung für unsere Kinder. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Mehr sage ich dazu nicht. So viel Text wegen Wetter. Mehr Schnee. Eine große Kaltluftfront, die sich aus Kanada nähert, wird einen weiteren Temperatursturz im ganzen Land verursachen. Weitere Schneefälle sind in den nächsten 48 Stunden zu erwarten, besonders stark im Osten und in der Mitte des Landes mit bis zu 20 cm Schnee an der Ostküste. Das Tief wird sich daraufhin in Richtung Westen ausweiten und für starke Winde und Hagelschauer sorgen. In der Nacht ist mit Frost zu rechnen. Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu sein. Welt. Pakistan. Ultimatum läuft heute ab. Das Ultimatum, das der pakistanischen Regierung gestellt wurde, läuft heute um 17 Uhr ab. Der neu gewählte Präsident verkündete gestern in Islamabad vor einer Menge von 200.000 Menschen, dass er nicht zurücktreten werde. Er warf der amerikanischen Regierung erneut vor, Kontrolle über die neu entdeckten Ölfelder in der Gilgit-Region im Norden des Landes gewinnen zu wollen. John Ackerman, der amerikanische Präsident, betonte die Bedeutung einer demokratischen Regierung in Pakistan für amerikanische Sicherheitsinteressen. Ja, amerikanische Truppen halten sich an der Grenze bereit und vor der Küste Pakistans sind schon seit einigen Wochen 5 Flugzeugträger stationiert. Klingt nicht gut. Ackerman verkündete, er sei entschlossen, keine Atomwaffen in die Hände von Fundamentalisten fallen zu lassen. Nur Probleme. Nur Probleme. So, dann stehen wir erstmal auf. Wir wollen duschen. Hier muss es doch ein Badezimmer geben, oder? Ich meine, ich kann mich natürlich auch einfach nur anziehen. Okay, chill mal. Hast du hier kein... Sag mal, was musst du hier im Badezimmer haben? Großes Apartment. So, wo ist die Küche bitte? Ja, ja, warte. Komm mal. Hallo? Lukas, schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. So, sind wir schnell ans Telefon gegangen. Das macht ein bisschen bessere Laune. Wir müssen jetzt erstmal unsere blutige Wäsche aufheben und am besten in die Wäsche werfen. Dann.
die Sachen, die ich gestern anhatte. Total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Ja, dann mach das mal. Aber wo ist dein Badezimmer, mein Freund? Ist das hier? Jawollo. So, die Sachen kommen erstmal in die Waschmaschine. So. Dann gehst du jetzt mal schnell in die Wanne. Zähne putzen bitte. Ja, genau, erstmal kannst du was nehmen gegen deine Schmerzen. So, Verbände, das ist sehr gut. Jetzt siehst du nur aus wie jemand, der sich das Leben nehmen wollte. Okay. So. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Schön. Oh, jetzt werd nicht gleich wieder depressiv. Alles gut. Nochmal nach dem Duschen Wasser ins Gesicht, weil das hilft. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Das bist du. Okay. Willst du nochmal pinkeln? Hat er einen Reißverschluss an seiner Boxershorts? Seine Boxershorts hat keinen Reiß. Oh doch, das hat glaube ich, echt einen Reißverschluss. Okay. So, jetzt gehen wir uns mal was anziehen. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Was? Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Okay, die Quicktime-Events sind gerade schwerer gewesen, als ich dachte. Ich glaube, das wird so eintreffen, oder? Verdammt, ich muss das Bettlaken auch noch abnehmen. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Gut, das merken wir uns am besten. Hier. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Nimm sie ab! Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Die Laken wechsle ich später. Okay. Wann zieh dich mal an? Upsi. So. Und anziehen. Okay, das haben wir. Unsere Medizin haben wir genommen. Das Laken will er noch nicht abnehmen. Blutige Wäsche hat er reingeschmissen. Und vielleicht frühstücken? Können wir das noch machen? Okay. Wetten, die ist schlecht. Milch ist Gift! So. Duckpoop. So. Und hier können wir nichts mehr machen. Dann müssen wir wohl auch gleich in den Park dann uns mit Lukas treffen. Hey, hier haben wir Schlüssel. Ziemlich großer Schlüssel. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. So, ich hoffe einfach, ich habe mich um alles gekümmert. Mich festnehmen. Ja, hallo? Polizei, auf! Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht?
Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Hören Sie, ich sagte doch, dass alles okay ist. Ich würde mich aber trotzdem gern kurz umschauen, okay? Ja, dann tun Sie es. Hoffentlich nimmt unser Bettlaken nicht ab. Er wollte das hier nicht in die Waschmaschine schmeißen. Was ist mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Kein Problem. Ja, kein Problem. Okay, dann gehen wir mal. Erstmal nehmen wir die Zeitung. Da steht wahrscheinlich ein Artikel drin, dass da jemand ermordet wurde im Diner und er wird mehr gestresst. Massaker in einem Restaurant im East End. Ja. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen, durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlichen. Hättet ihr jetzt weniger mein Gesicht gemerkt, wenn ich bezahlt hätte? Ist jetzt die Frage, ne? Werden wir jetzt nicht mehr herausfinden. Wir gehen jetzt einfach mal. Uns mit unserem Bruder treffen. Let's go! Lade! Oh, wähl. Lucas Kane, The Park oder Carla Valenti, Polizeiwache. Ich hätte Bock auf Lucas Kane. Der Park. 27.01. 9:04 minus 10 Grad. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Ein Obdachloser. Und das bei dieser Kälte, armes Schwein. Den Kindern kann ich nichts machen. Den Geist kann ich nichts machen. Ich guck gerade erstmal so ein bisschen, was ich alles machen kann. Ein Bonus, wofür? Für einen Rundlauf. Ja, den machen wir nämlich gerade. Hi, Jogger. Ist ziemlich groß hier, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Jetzt gehe ich nicht. Ich muss zu Markus. Okay. Markus. Was habe ich denn die ganze Zeit für einen Namen gesagt? Auf jeden Fall nicht Markus. Kann man aufs Eis? Gut, aber ich nicht. Ja, wir machen den Joggern hier ein bisschen Konkurrenz. Ich mit Markus gesprochen habe. Ja, ist ja gut. Dann sprichst du gleich mal mit Markus. So. Kann ich die Kamera nicht... Okay, so kann ich die Kamera drehen. Dann kann ich hierzu was sagen? Nein? Okay. Dann hallo Markus. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich hab jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Und schau her, hier.
Warst du das? Vor dem Mord ritzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Gab es Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Vermutlich. Ich verließ das Restaurant so schnell ich konnte. Die Polizei hat mich anscheinend noch nicht identifiziert. Aber sie dürfte wohl bald meine Fährte aufnehmen. Ich muss dir noch was sagen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber seit dem Mord habe ich so eine Art Vorahnung, als sehe ich Dinge, die sich erst noch ereignen. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen und dann dieses Mädchen. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen. Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Wir nehmen es einfach mal. Plus eins Leben, nice. Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich bloß? Wie mache ich das? Hallo? Ja, witzig. Was war mit ADAD, weil mit dem Gamepad geht's irgendwie gar nicht. Da ist er. Er ist bewusstlos. Schnell. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Ich mach hier mal ein bisschen schneller. Müssen das Gamepad halt weglegen. Oh, wie macht man das mit dem Gamepad? So nicht. Ah, mit L und R. Okay. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, tät nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Und das werden wir auch nie sagen können, weil die Folge jetzt Ende ist. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht's Spaß. Ich werde es, glaube ich, mit Genuss durchspielen. Und ich hoffe, ihr habt daran mindestens so viel Spaß wie ich. Und ja, wie gesagt, über positive Bewertungen und Co. würde ich mich natürlich freuen. Hier nehme ich also nicht so wie bei Cuphead eine Folge am Tag auf. Das heißt, hier mache ich Aufnahme-Sessions. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen später auf eure Kommentare eingehe. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich freue mich auf euch. Euer Solinex.